Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, wieder eine andere Strecke. Wir sind nämlich immer noch auf Mallorca. Und wie ihr seht, gehe ich jetzt schon rein. Und es stehen überall diese Spielautomaten. Man wusste am Anfang gar nicht, dass es eine Karthalle ist. Und jetzt zeige ich euch die ganze Strecke. Hier seht ihr schon von oben. Man konnte nicht nur Kart fahren, sondern auch Bowlen oder an diese Automaten da spielen. Und die Strecke heißt E-Karts. Und wie der Name verspricht, gibt es dann nur E-Karts, aber denkt jetzt nicht, oh, blöd. Die gingen nämlich ziemlich ab. Jetzt wurde uns gesagt, welche Kartnummer wir haben. Das war auf diesem Monitor da oben, wo ein Bild von uns war. Ich hatte jetzt Kartnummer 11. Und ihr habt ja gerade gesehen, ich bin gegen diese Dinger gelaufen. Damit werden ja die Karts geladen. Die brauchen nämlich kein Benzin, weil das ja E-Karts sind. Jetzt setze ich mich auch schon rein. Und es war ziemlich klein, das Kart, wie ihr gehört habt, habe ich ja auch gesagt, oh, ist das eng. Deswegen habe ich erstmal die Sitzschale rausgenommen. Jetzt gehen wir zu Tim. Und ihr wisst ja, im Kartcenter Rostock braucht Tim eine Sitzschale, Kissen und so. Also dass er noch höher sitzt, weil er noch so klein ist. Und Tim braucht jetzt hier nur eine Sitzschale, also wisst ihr, wie klein die Karts sind. Das ist für große Leute nicht gut. Okay. Because now is your first time here, now you are going in a storm. No English. English. Okay, you go slow now, because it's your first time. No, very slow and fast. Okay, brake, gas. Es sieht zwar gerade so aus, als würde Tim es verstehen, aber er hat mir danach gesagt, dass er es nicht so ganz verstanden hat, was er jetzt wollte. Auf jeden Fall hast du einen Knopf am Kart. Der ist ein bisschen über dem Lenkrad da, der hat er auch gerade gedrückt. Und anstellen musste man sich auch. Der Knopf ist dazu da, den kann man nach hinten machen. Und wenn man zum Beispiel in der Bande steht, kann man den nach hinten drücken. Und wenn man dann Gas gibt, hat man einen Rückwärtsgang, dass man aus der Bande rauskommt. Und am Anfang musste man den Hebel also nach ganz oben legen, dass man Vollgas geben kann. Jetzt schnalle ich mich noch an, ich habe den Schnaller nicht ganz gefunden. Aber jetzt geht's erstmal raus aus der Box. Die anderen fahren jetzt gleich schon raus. Luca hat noch zu mir gesagt, dass ich mich noch anstellen muss. Jetzt erklärt mir der Typ das nochmal. Aber noch so jetzt. Und jetzt geht's auch schon raus aus der Box. Tim als erstes. Und ihr seht schon, Boxengasse ein bisschen eng, wie die abgehen. Also so schnell bin ich echt noch nie gefahren. Also Tim, nein Spaß. Also ihr seht ja schon, die bleiben jetzt am Anfang fast stehen. Tim wundert sich so, hä? Jetzt fahr ich raus. Und bei mir hat es irgendwie dann beim Knopf nicht ganz funktioniert. Er war eigentlich schon umgelegt. Aber ich durfte nicht auf dem Gas stehen, hat er mir gesagt. Und jetzt geht's auch schon los für mich. Jetzt fahre ich auch schon raus. Boxengasse, also da muss man immer an der Bande so schleifen. Und diese Bande da, die hatten, habe ich auch noch nie gesehen. Und jetzt seht ihr schon, wie langsam das ist. Aber gleich werdet ihr sehen. Ich wundere mich, hä? Meine Mutter fährt einfach an mir vorbei. Ich beschwere mich, weil das kann nicht sein. Und schwupps, auf einmal gingen die Dinger total ab. Ihr seht jetzt schon, wie ich hier lang ras. Also, und das ist jetzt noch langsam. Meine Eltern sind 60 km/h gefahren und ich am Anfang 40. Aber ich sag am Anfang, weil es wird nicht lange dauern. Dann darf ich auch die schnellen fahren. Weil die können die Karts immer von draußen einstellen. Jetzt hier zeige ich erstmal, wie die Strecke so ist. Habt ihr gesehen, am Anfang ist eine ganz lange Gerade, dann eine Kurve. Und es sind echt, also die zweite Kurve ist echt sehr schwer. Das finde ich. Jetzt hier kam ich nicht an Tim vorbei und er war richtig, also Tim war im Kart richtig sauer, weil ja, er ist 9 Jahre alt, deswegen dachten so, ja, ist ein kleines Kind, da können wir das Kart mal ganz doll runterdrosseln. Jetzt gucken wir uns das mal aus Tims Sicht an. Tim hier einfach komplett langsam, alle fahren ihm vorbei, jetzt auch noch Luca und jetzt meine Mutter und jetzt guck mal, was Tim sagt. Auf jeden Fall hat er gesagt, fahr doch vorbei, ja, aber ich kam da auf jeden Fall nicht vorbei. Und auf einmal, also es war ganz komisch, ich fahre so, ihr seht schon,
alles normal. So wie die Geschwindigkeit ist gut. Und jetzt auf einmal bin ich gegen die Bande geknallt, weil das Ding auf einmal so krass beschleunigt hat. Das lag daran, Rennleiter hat schon gesehen, ah, der kann ganz gut fahren, da machen wir mal die Drosselung raus. Und sie haben auch davor schon zu uns wieder gesagt, so, ah, schnelle Familie. Bei Luca haben sie die Drosselung auch ganz rausgemacht. Sie haben so gesehen, ja, die haben eigene Helme und so, hier Schuhe für Kartfahren, Handschuhe, haben sie erst gedacht, so, ja, kann ja jeder haben, aber erstmal muss man fahren. Jetzt erstmal Tims zweite Mal rundet. Und jetzt vor mir ist wieder meine Mutter. Und ihr seht ja schon auf der Geraden, ist sie trotzdem noch ein bisschen schneller. Also ich glaube, im ersten Turn haben sie die Drosselung noch nicht komplett rausgenommen, aber kurz davor auf jeden Fall. Bei Tim wollten sie es erstmal noch nicht machen mit der Drosselung. Und jetzt habt ihr gerade schon gehört, habe ich meine Mutter angeschrien, Mama, du musst langsam in die Kurven fahren, weil bei den Karts war das so, jetzt lässt sie mich vorbei, war das Stempeln. Stempeln ist, wenn man in die Kurve fährt und so doll hüpft. Das war bei den Kart extrem doll. Ich glaube, bei den Karts war der Reifendruck ein bisschen zu doll oder so. Auf jeden Fall haben die sehr, sehr doll gestempelt, wenn man in die Kurven zu schnell fährt. Und Tim hat sich noch ein, zwei Mal, also, na okay, ich sag's noch nicht. Und jetzt lässt mich Luca erstmal vorbei und Tim auch. Also zwei auf einmal überholt. Jetzt folgt mir erstmal Luca und konnte auch ganz gut dranbleiben. Jetzt vor mir ist Jessica. Und ihr seht schon, ich habe auf alle aufgeholt. Jetzt überhole ich auch schon Jessica. Und jetzt kommt auch schon direkt meine schnellste Runde. Direkt nachdem ich Jessica geholt habe. Die Runde gucken wir uns natürlich direkt an. Ihr seht schon, die Kurve jetzt hier gut genommen. Aber im zweiten Turn werde ich es noch besser hinbekommen. Das sage ich jetzt schon mal. Jetzt hier in die vorletzte Kurve rein. Ja, die Kurve, so eine 180er, kenne ich ja auch aus dem Kartcenter. Meine Heimstrecke in die letzte Kurve und das war's. Und die Zeit war nämlich eine 29,94 und ich werde euch gleich sagen, ob es eine gute Zeit ist. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich es ja noch selber nicht. Und von Tim habe ich keine schnellste Runde gezeigt, weil wie gesagt, es war unfair, sein Kart war zu langsam, weil die nicht wussten, dass er so gut ist, weil die dachten so, dass er ein kleiner Junge ist. Jetzt zeige ich euch die Boxengasse, die war sehr speziell. Ihr seht jetzt schon, fahren wir hier rein. Und das sieht jetzt zwar nicht so eng aus, aber es war ziemlich eng, da rumzukommen. Ihr seht schon da vorne, mein Bruder musste den Rückwärtsgang einlegen, um da perfekt rumzukommen. Ich auch, also ich musste ihn nicht einlegen. Aber ihr seht jetzt schon, ich muss komplett einlenken, um da jetzt rumzukommen. So jetzt, ich lenke komplett ein und komme gerade so rum. Jetzt stelle ich mich auch schon hinter meinen Vater. Und ja, die erzählen uns jetzt, die Leute, wie wir so gefahren sind. Und jetzt schnalle ich mich erstmal ab. Und auf jeden Fall war der Gurt die ganze Fahrt über richtig eng. Und ihr seht jetzt schon, dass mein Vater da gerade mit dem Rennleiter redet. Nämlich der Rennleiter war ziemlich beeindruckt von uns, wie schnell wir alle waren. Und ich dachte mir so, vielleicht dürfen wir jetzt auf schnelle Kart. Jetzt dürfen alle Turbo fahren. Und jetzt hat mein Vater es gerade gesagt, ihr dürft alle Turbo fahren. Nämlich das schnellste Kart bei denen heißt Turbo. Und wir haben jetzt alle wieder die gleiche Kartnummer bekommen. Also genau die gleiche, die wir davor hatten. Weil wenn man zweimal fährt, kriegt man auch das gleiche Kart bei denen. Also da wird nicht durchgetauscht. Und ich habe mich mega auf das Turbo Kart gefreut. Weil ich bin ja gerade 40 km/h gefahren und das war schon gut schnell. Und jetzt nochmal 20 km/h mehr. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Jetzt setze ich mich erstmal ins Kart rein und dann kann es auch gleich schon losgehen. Jetzt hat gerade der Rennleiter zu mir gesagt, ich soll mich anschnallen. Das habe ich nämlich im ersten Turn schon fast vergessen. Jetzt gerade schon wieder. Weil hätte ich den Anschneller bei 1-2... Kurven nicht gehabt, wäre es ganz schlimm gewesen, weil man ist ja gefühlt, also es war so wackelig im Kart. Ihr habt ja gesehen, ich habe ja schon gesagt, dass man da ja so extrem rumhüpft. Jetzt fährt schon mein Bruder raus, jetzt fahre ich auch schon raus und guck mal, jetzt mache ich so einen kleinen Spaß mit meinem Vater.
Wir sind beide extrem langsam und jetzt tue ich so, als würde ich reinstechen. Ich schrei schon, oh, nicht so schnell, Hilfe, auf Spaß so. Und jetzt will ich reinstechen, aber er blockiert mich. Jetzt von außen und dann fährt er nochmal rüber. Und jetzt da meine Mutter einfach mal, ich weiß nicht, was da los ist, ihr Kart ist dann einfach auf der Geraden. Ist ihr Kart dann ausgegangen oder sie hat den Knopf aus Versehen ausgemacht oder so. Und jetzt, boom, auf einmal ging die Karte wieder ab wie keine Ahnung was. Jetzt direkt Vollgas, ihr seht schon, gefühlt wie ein fliegender Start, bin ich nicht ganz an meinen Vater dran. Und jetzt die Kurve hat auch ein bisschen besser genommen als ich. Aber die Kurve, die jetzt kommt, kann ich ein bisschen besser als mein Vater, jetzt hier. Boom, bin ich auch schon gut dran. Und jetzt natürlich in der ersten Runde reingestochen. Damit hat mein Vater, denke ich mal, nicht gerechnet. Jetzt ist auch erst einmal nur mal mein Bruder vor mir. Und der hat ja jetzt auch das freie Kart. Er hat sich so gefreut, dass er jetzt auch das Stelle fahren kann. Hab noch mich bedankt bei meinem Vater. Und jetzt hier, bam, in meinen Bruder reingeknallt. Ich konnte ja nichts machen. Also ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Jetzt nochmal aus Tims Sicht. Er fährt hier außen. Ich konnte nicht mehr lenken, ich weiß auch nicht. Jetzt sagt er, ja, ich wollte dich doch vorbeilassen. Also er war ziemlich sauer im Kart, aber jetzt sehen wir, ein, zwei Runden später ziehe ich ihn gar nicht so doll weg. Also ich ziehe ihn schon gut weg, aber jetzt nicht so, dass ich pro Runde irgendwie 3 Sekunden schneller war oder so. Das jetzt nicht. Jetzt zeige ich euch erstmal die schnellste Runde von mir. Ihr seht schon richtig eng hier rum. Hier. Die Kurve geht noch besser, aber das war schon ganz gut. Jetzt hier in die vorletzte Kurve jetzt gleich. Also auf jeden Fall hat es mega Spaß gemacht mit den Karts. E-Karts fahren kann ich euch auch nur empfehlen, also es macht eigentlich richtig Spaß. Natürlich brauche ich den Sound, aber das hat gut Spaß gemacht. Und es war eine 29.70. Und der Rennleiter, ich sag's jetzt noch nicht. Guckt erstmal jetzt Tim zu. Ihr seht schon, was macht er da? Ihr habt ja gesehen, wie schnell er in die Kurve gefahren ist und er ist einfach fast aus dem Kart geflogen, wie doll das gewackelt hat. Er musste darüber lenken. Jetzt schon wieder. Gedreht. Jetzt fahren alle an ihm vorbei. Das sieht voll cool aus eigentlich. Und jetzt fährt er erstmal, macht den Rückwärtsgang. Jetzt kommt noch meine Mutter. Und für meinen Bruder war das ziemlich unangenehm, weil das tat natürlich richtig weh. Also wie der immer rumgehüpft ist gegen diese Stange, der Metallstangenkart. Also war jetzt nicht so geil. Aber jetzt endlich Tims schnellste Runde. Gucken wir uns an. Hier ein bisschen verkackt. Aber jetzt hier, die hat er ganz okay genommen. Und die kann er gut hier. Nur da muss er ein bisschen langsamer reinfahren, dann kommt er da auch besser rum und knallt mich fast gegen die Bande. Hier alles eigentlich ganz okay. Ja. Jetzt in die letzte Kurve. Ah, war okay. Aber ich habe keine bessere Runde von Tim gefunden. Das war nämlich auch seine schnellste. Es war nämlich eine 30.98. Also war ich mehr als eine Sekunde schneller als Tim. Aber ist jetzt ja nicht so schlimm. Er ist ja auch noch ein bisschen jünger als wir und dafür, dass es so krass gewackelt hat und Tim das hinbekommen hat, dass er nicht aus dem Kart fliegt, ist das schon keine schlechte Leistung auf jeden Fall. Jetzt fahre ich schon in die Box und ich sag's jetzt einfach schon, ich bin einer der Top 15 Fahrer, die da je gefahren sind. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ja, die Strecke ist nicht berühmt, aber die Strecke gibt es schon seit 10, 12, 13 Jahren so ungefähr, habe ich recherchiert. Und die allerbeste Zeit ist eine 28.9 und das hat irgendwie gesagt so einer, der da das erste Mal gefahren ist, der da schon seit über 10 Jahren fährt. Und ich bin jetzt das zweite Mal gefahren und bin schon einer der besten Fahrer da. Und ich war ja auch wieder erster am Turn, aber gar nicht mit so viel Abstand. Luca war nämlich zweiter mit 30.18. Also war er gar nicht so viel langsamer als ich. Luca auch ein Top-Fahrer. Luca seht ja fast in all meinen Videos, mit denen ich mich mal hin und her battle. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat wieder mein Video gefallen und ja. Ende Gelände.